Sieht ihr? Das ist jetzt klar, ne? Weil die fängt ja mit ihrem Spruch immer so an, von mir, get the baby with it. Und dadurch lösen wir aus, dass wir ein anderer Typ werden. Erzählen ihr eine komplett andere Story. Dann liest sie uns vielleicht ein bisschen aus dem Kaffeesatz. Was willst du, junger Mann? Würdest du mir nochmal die Zukunft vorhersagen? In Ordnung. Geister, ich befehle es, dass ihr diesen Sterblichen öffnet wie ein Buch, auf das ich zwischen seinen Zeilen lesen kann. Ich wache nachts manchmal schweißgebadet auf, aus Angst, meine Nippel könnten zu klein sein. Geister, ich befehle es, dass das, was ihr einmal geöffnet, jetzt verschlossen bleibt. Oh, das ist wirklich schlimm. Was ist schlimm? Gar schreckliche Dinge kommen auf dich zu. Was? Beispiel. Der Boss wird dir deine Uniform wegnehmen und dich Erbrochenes aufwischen lassen. Das klingt furchtbar. Aber da ist noch mehr. Das kleine Bläschen in deinem Mund wird wachsen, bis dir das halbe Gesicht abfällt. Oh nein, nicht mein Gesicht. Damit verdiene ich mein Geld. Warte, da ist noch mehr. Deine Freundin hat deinen übervollen Dienstplan satt und wird dich für einen jungen Mann mit mehr Muskeln verlassen. Das bricht mir das Herz. Ganz ruhig. Ich kann dir helfen. Mit einigen Zaubern. Aber Vorsicht! Es funktioniert immer nur einer gleichzeitig. Du musst also klug auswählen. Also da kannst du immer sagen, was hätte du willst. Meine Gesundheit. Aber das Wichtigste ist die Gesundheit. Das sollte dir die Stärke verleihen, alle Hindernisse zu überwinden. Nimm am besten noch dieses Walkie-Talkie mit. Damit lässt sich der Zauber aus der Entfernung ändern. Danke, Lady. Ich schulde dir was. Wäre es jetzt quasi wurscht gewesen, was ich für einen Zauber genommen hätte. Na gut. Stärke. Komm her Stärke. Und teste deine Stärke. Hast du es drauf, die Glocke zum Schlagen zu bringen? Stärke. Ich möchte es versuchen. Ach Leute, ihr spielt gut. Mit dem Richtigen, so wenn sieht's du mal den aus, Arm ne? Hochheben kannst. Ich kann meinen Hammer wohl sehr wohl hochheben. Ich habe einen fiesen Spruch auf Lager, aber das war einfach zu traurig. Hey, das Ding ist manipuliert. Die Scheibe bleibt auf dem Weg nach oben hängen. Das ist Betrug. Faule Ausreden von einem erbärmlichen Möchtegern-Mann. Der Nächste. Hinter mir ist doch niemand. Der Nächste. Bleibt hängen, hieß es sehr deutlich. Komm her, ich probier's nochmal, vielleicht lockert Stärke. Sich die Scheibe. Hast du es drauf, die Glocke zum Schlagen zu bringen? Ich möchte es versuchen. Du? Na gut, wenn du den Hammer hochheben kannst. Ich hab doch jetzt Stärke. Ich hab immer einen fiesen Spruch auf Lager, aber das war einfach zu traurig. Mhm. Hey, das Ding ist manipuliert. Die Scheibe bleibt auf dem Weg nach oben hängen. Das ist Betrug. Faule Ausreden von einem erbärmlichen Möchtegern-Mann. Der Nächste. Hinter mir ist doch niemand. Der Nächste. Kann ich mit dem Kupferdraht dem Ding irgendwie Strom geben oder so? Nee. Jetzt müsste die Scheibe bis ganz nach oben rutschen. Ah! Komm her und teste deine Stärke. Hast du es drauf, die Glocke zum Schlagen zu bringen? Ich möchte es versuchen. Du? Na gut, wenn du den Hammer hochheben kannst. Na
Ah. Ja, tada. Gewonnen. Na, was sagst du jetzt, Doc? Was? Du hast gewonnen? Da muss mir wohl mein Fuß... das hätte ich bei deinem Körperbau nicht gedacht. Komm, gib mir den Preis. Ich habe ihn fair gewonnen. Okay, du hast gewonnen. Hier ist dein Chip. Was? Ein billiges Stück Plastik? Ein Chip. Kann ich das nicht gegen etwas anderes tauschen? Das hier ist keine Tauschbörse. Preis ist Preis und Schluss. Schon gut. Ein Chiton. Ja. Oh, jetzt kann ich bestimmt Ladies auch irgendwie schießen. Ladies and Gentlemen, hier zeigt sich, wer wirklich treffsicher ist. Die Männer beeindrucken die Damen. Die Damen zeigen, dass sie keine Männer brauchen, die für sie antreten. Alle sind Sieger. Hallo. Ich würde es gerne mal probieren. Viel Glück. Nicht, dass so ein attraktiver Mann das nötig hätte. Schade eigentlich. Tja, da gerät die Männlichkeit ins Wanken. Hey, das ist unfair. Das Fadenkreuz ist verstellt. Spar dir die Ausreden für deine peinliche Vorstellung. Du machst dich damit nur selbst zum Narren. Und das Ding ist ja auch irgendwie manipuliert, oder? Aha, guck mal hier. Hier sind so Hebel. Dieses Gerüst hält das Ziel der Schießbude auf der anderen Seite. Vielleicht kann ich es manipulieren und dadurch meine Chancen bei dem Spiel steigern. Es wäre echt hilfreich, wenn die Kugeln ins Schwarze gezogen würden. Dieses Gerüst hält das Ziel der Schießbude auf der anderen Seite. Vielleicht kann ich es manipulieren und dadurch meine Chancen bei dem Spiel steigern. Es wäre echt hilfreich, wenn die Kugeln ins Schwarze gezogen würden. Gezogen? Hä? Was gibt's hier noch? Oder denn eigentlich? Hier gibt's auch nichts, was ich nehmen kann. Hallo. Was kann ich meinen Zauber ändern? Ja, natürlich. Rette meinen Job. Aber, Zauber! Damit müsstest du über genügend Strom verfügen, um deine tote Karriere als Maskottchen wiederzubeleben. Danke, Lady. Ich schulde dir was. Hallo. Kann ich meinen Zauber ändern? Okay, und das andere? Ja, natürlich. Rette meine Beziehung. Aber, Zauber! Damit solltest du über eine brennende Berührung verfügen, die die Leidenschaft zwischen euch beiden wieder entflammen lässt. Danke, Lady. Ich schulde dir was. Hallo. Kann ich meinen Zauber ändern? Ja, natürlich. Rette meinen Job. Damit müsstest du über genügend Strom verfügen, um deine tote Karriere als Maskottchen wiederzubeleben. Danke, Lady. Ich schulde dir was. Also bewegt er eigentlich die Lippen? Das erinnert mich an den Sachkundeunterricht in der Grundschule. Vielleicht könnte ich mit etwas Strom einen Magneten herstellen. Gut, dass ich methodisch inkorrekt als Podcast höre. Und jetzt haben wir einen Magneten. Dann wollen wir das Spiel mal ausprobieren. Ding dong! Ach, manchmal ist es einfach zu einfach. Ladies and Gentlemen, hier zeigt sich, wer wirklich treffsicher ist. Die Männer beeindrucken die Damen. Die Damen zeigen, dass sie keine Männer brauchen, die für sie antreten. Alle sind Sieger. Hallo. Ich würde es gerne mal probieren. Viel Glück. Nicht, dass so ein attraktiver Mann das nötig hätte.
Ja, gewonnen. Na, was sagst du jetzt, Doc? Du, hast gewonnen? Volltreffer, mit jedem Schuss? Das war nicht vorgesehen. Ja, und ich hätte gerne das große Plüschmonster, bitte. Tut mir leid, aber Gewinner von deiner Sorte bekommen nur diesen Chip. Was? Die ganze Mühe für einen winzigen Plastikchip? Na schön, gib her. Besser als nichts. Diskriminierung! Hallo. So, wer steht jetzt noch aus? Wir haben noch diesen... Ja, natürlich. Zauber der... Aha. Rette meine Beziehung. Aber, Zauber! Damit solltest du über eine brennende Berührung verfügen, die die Leidenschaft zwischen euch beiden wieder entflammen lässt. Danke, Lady. Ich schulde dir was. Wir haben jetzt eigentlich alle durch, bis auf diesen Jellybean als Crashball. Ah, habt ihr übrigens gesehen? Schaut mal. Da oben, dieses Lämpchen da über der Bude. Sieht genauso aus wie diese Räder hier, ne? Das kann ich nicht gebrauchen. Kann ich nicht benutzen. Kann ich die miteinander benutzen? Hm. Ne, okay. Dann, ich habe nämlich nochmal diesen einen Typen hier. Nicht den. Die anderen beiden haben wir schon. Die haben uns schon geholfen. Er uns jetzt ja auch schon. Er hier ist ja noch da. Kann ich mir die Drohne einfach nehmen? Hey, was machst du da? Gib das zurück! Oh, tut mir leid. Das Spiel habe ich gründlich manipuliert. Teste deine mentale Stärke. Beweise allen, was du tief in dir schon immer wusstest. Nämlich, dass du der Klügste im Raum bist. Darf ich's mal versuchen? Natürlich, junger Mann. Also, wie viele Jellybeans passen in dieses Glas? Keine. Ach komm, du versuchst es ja nicht mal. Null. Moment mal, das ist doch ein Witz. Wie konnte das passieren? Sieht aus, als hätte ich gewonnen. Aber das ist nicht fair. Wie in aller Welt. Ich gebe auf. Nimm deinen Preis. Und der wäre? Ruhm? Reichtum? Ehre? Nein, nur dieser dämliche Chip. Ein Plastikchip? Was für ein billiger Laden. Also das war jetzt echter Zufall. Ich wollte eigentlich dieses Glas klauen, damit irgendwo hingehen, es zählen, also einfach in die Tasche reingreifen. Wahrscheinlich wäre das, hätte das funktioniert. Und dann hätte er sich irgendwie, keine Ahnung, voll geärgert, 5 Stunden lang irgendwie nur Jellybeans zählen oder irgendwie so. Aber damit haben wir quasi... Kann ich jetzt noch was machen? Ja, okay, ist gut. Ja, also machen wir so, ne? Aber jetzt haben wir ja... Was mache ich jetzt mit den Chips? Chips. Das kann ich nicht gebrauchen. Die jetzt verbinden? Ja, mit dem Kompass. Nee. Das kann ich nicht gebrauchen. Eintunken? Oh, nicht. Das kann ich nicht gebrauchen. Die Uhr eintunken? Oh, scheiße. Was haben wir denn noch? Chips. Wo ist er hin? Hallo? Ich habe die Halskette weggegeben. Ich hasse es, Dinge wegzugeben. Jetzt will ich sie zurückhaben. Ich habe den Messingring. Auf die Halskette kann ich verzichten. Es wäre zu grausam, sie wegzunehmen. Okay, lass uns mal einmal zu der Hexe gehen. Geh schneller. Warum kann der nicht laufen? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee.
Ihr wisst es auch schon, oder? Hey! Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Ich habe kein Geld. Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Vergiss es. Das Ding ist Betrug. Komm hierher, wenn du echte Wahrsagerei willst. Das ist nicht korrekt. Meine Algorithmen können die Zukunft vorhersagen. Im Gegensatz zu ihrer ungetesteten und unwissenschaftlichen Scharlatanerie. Sei still, du blöde Maschine! Wer im Hexenhaus sitzt, sollte nicht mit Lebkuchen werfen. Wie ich sehe, kommt ihr zwei blendend miteinander aus. Werfen Sie bitte eine Münze ein. Dann sage ich Ihnen die Zukunft vorher. Und jetzt verstehe ich auch, warum sie dich hasst. So, Münzen. Damit haben Sie den Fährmann bezahlt. Sie erhalten für Ihre Münze ein Ticket zu Ihrem Schicksal. Saal, Saal, Saal. Hey, das ist nur ein Drittel von einem Ticket. Unverschämtheit. Ja, das Spiel macht schon alles richtig. Damit haben Sie den Fährmann bezahlt. Sie erhalten für Ihre Münze ein Ticket zu Ihrem Schicksal. Saal, Saal, Saal. Zwei Drittel von einem Ticket. Das ist immerhin ein Drittel mehr als das letzte, aber immer noch ein Drittel Nutzlosigkeit. Dumpidumpidum. Ach, ist das herrlich. Es läuft ja wie geschmiert. Ein Ticket zu ihrem Schicksal. Zu ihrem Schicksal. Zahl, Zahl, Zahl. Ein goldenes Ticket. Und Echo. Ich habe ein goldenes Ticket bekommen. Moment mal, ein goldenes Ticket, wohin genau? Tja. Gute Frage, nächste Frage. Das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Hey, das sieht jetzt aus wie eine Art Zauberkompass. Hä? Ich weiß, wo es lang geht. Okay. Ja, damit haben wir uns quasi goldes Ticket, ne? Willy Wonka. Schokoladenfabrik. Gucken wir mal. Jetzt können wir ins Labyrinth, oder?